Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Hitman. Ja, wir müssen uns jetzt als Golftrainer verkleiden, der eine Affäre mit der Francesca De Santis am Laufen hat, die Laborleiterin, die wir auch noch töten sollen. Und wenn wir sie ermordet haben, können wir ihre Klamotten ja leider nicht anziehen. Das wäre natürlich optimal, weil sie ja wahrscheinlich höchste Sicherheitsstufe in sämtlichen Gebieten hat, aber das wird so nicht klappen. Der Typ, das sieht doch keiner, wenn wir den jetzt hier umhauen. Okay, wir haben jetzt gesehen. Okay, die da oben. Ja. Ist okay. Wir laden mal nochmal kurz. Also hier geht es nicht. Wir müssen warten, bis er vielleicht irgendwo anders hingeht. Ich weiß es nicht. Schwierig. Aber wir werden es hinkriegen. Am optimalsten wäre es natürlich, wenn wir noch irgendwo Rattengift finden könnten. Könnten wir hier sein Wasser vergiften. Und dann müsste er auch mal aufs Klo. Dann könnten wir da mitgehen. Und dann wäre die Nummer erledigt. Das können wir hier mit dem Rasenmäher machen. Können wir Rasen mähen. Ach ne, wir könnten einen Ölleck verursachen. Wenn wir jetzt bis zum letzten Moment, na, da steht er wieder rum. Er hier ist das Problem. Wenn er nicht wäre, könnten wir den hier hinten sowas von komplett ruhig umhauen. Komm, geh mal zum Wasserhahn. Oder so. So. Und jetzt er. Perfekt. Roberto Vargas. Sein Handy. Die Frage ist, kriege ich die nach da vorne gezogen, ohne dass mich jemand sieht? Nur zur Sicherheit speichern, ansonsten lasse ich die hier liegen. Das wäre ja dann nicht das Problem. Aber wenn ich die da vorne reingeschmissen kriege in die Kiste, dann wäre das natürlich der Optimalfall. Weil die dann niemand mehr sieht. Und dann kann da auch nichts zurückverfolgt werden. Ich nehme mal die Waffe mit. Falls wir nachher gefilzt werden müssen, dann kann ich sie ja wieder irgendwo hinschmeißen. Aber dann haben wir immerhin irgendeine Waffe dabei. Das ist schon mal besser wie gar nichts. Komm, 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 komm. Rein da. Scheiße. Was für ein Körper wurde gefunden? Das ist die Frage. Von wem? Der schaut bitte nicht in die Kiste da rein. Ich gehe mal ganz kurz. Wir haben ja hier unseren geheimen Fluchtweg außenrum. Und dann sind wir nämlich ganz schnell ganz woanders. Nehmen wir die Brechstange auch mit. Wer weiß, wozu das noch nützlich werden kann. Die suchen jetzt zwar nach mir, aber ich glaube nicht, dass das so akut ist. Ich hoffe es zumindest. Wir rufen mal Francesca De Santis erneut an. It's me. Roberto. I want us to meet. You're me. I should say no. But you won't. See you soon. Okay. In ihrem Zimmer. Das wird die nächste Herausforderung. Wie kommen wir in ihr fucking Zimmer, ohne dass sie uns die da hinten erkennen? Da ist ein Weg für uns vorgeplant. Oh, oh, das wird... Oh, 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 oh. Das könnte interessant werden.
Nicely done, 47. DeSantis will be here shortly. I suggest you get in the mood. Hui. Wir haben es also tatsächlich geschafft, auch wenn es nicht ganz perfekt war, weil die uns zwischendrin gesehen haben und da draußen immer noch nach uns suchen. Zwei haben schon die Waffe draußen. Also das könnte noch interessant werden. Jetzt haben alle vier die Waffe draußen. Aber ich bin der unschuldige Golflehrer, der hier sitzt. Unser Ziel kommt da drüben. Die gute Francesca. Und wenn die hier ein Techtelmechtel veranstalten wollen, dann sind wir auch sicher, dass hier kein Wachmann nebendran steht und zuguckt. Das ist auch schon mal perfekt. Das wird so lächerlich, wenn die jetzt mit hier reinkommen. Herausforderung abgeschlossen. Bei Kerzenschein. Macht die Tür zu wieder, Jungs. Sehr nice. Hey. Listen for a second. I like you, Roberto. You're a lot of fun, and I could even see this under the right circumstances. We... The situation? It's complicated. Das ist richtig. You see, Ether, the company I work for, they didn't just send me here to assist Caruso. They sent me here to spy on him. They fear he is becoming a liability. Ganz kurz, die rechte Hand von Ether. Aha. Die hätte ihn sowieso ablösen sollen unter Umständen. Nee, der wird kein Risiko mehr, der ist ja schon tot. Komm. My bosses. They say you are a distraction and they want me to break it off. So, why don't you give me a good reason not to? What is it? I'm in the middle of some the data stream. Okay, I'll be right there. Sorry, Roberto. To be continued, I'm sure. Nee, nee, nee. Biolabor Codekarte. Luckily, it seems both are within reach. Two targets down. Now destroy the virus. Sie ist tot. Wir haben die Keykarte. Wir brauchen noch einen Laborkittel. Wo kriegen wir einen Laborkittel her? Was bringt uns das Handy noch? Ein Scheiß. Jetzt ist echt die Frage, wo kriegen wir einen Laborkittel her? Den könnten wir ausmachen, das wäre aber auffällig. Das hätten wir auch vergiften können. Darf ich hier jetzt einfach so raus? Aber es ist schon mal richtig nice, dass wir jetzt beide menschlichen Ziele erledigt haben. Wir haben auch die Codekarte fürs Labor. Das heißt, eigentlich schade, dass hier nicht... Warum liegt hier jetzt nicht noch irgendwo ein Laborkittel rum? Sie meinte doch, meine Assistentin, also die mir immer spricht auf mein Ohr quasi, dass beides in Reichweite ist. Das haben wir verpasst, das haben wir genutzt. Okay, das wären andere Möglichkeiten gewesen für unsere bereits eliminierten Ziele. Lebensfeindliche Umgebung. 54 Meter, na, Alter, Junge.
Okay, wir sollten jetzt mal weg. Nach da unten müssen wir. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Das ist alles High Security Bereich. Ja, ich gehe ja schon. Entspann dich. Ich brauche einen Laborkittel, aber das ist echt die Frage, wo kriege ich jetzt einen fucking Laborkittel her? Das wird interessant, meine Freunde. Hier noch ein bisschen Rattengift, das ist immer gut, auch wenn wir jetzt kein menschliches Ziel mehr zum Ausschalten haben. Wenn wir jetzt noch so einen verkackten Laborkittel hätten, dann wäre eigentlich so ziemlich alles perfekt. Aber gut, mal schauen. Bis jetzt läuft es echt richtig gut und wenn alles perfekt läuft, werden wir in dem Part schon fertig. Dann hätten wir die Episode in 3 Parts durch. Für die erste haben wir 9 gebraucht. Gut, da war es ein Tutorial noch dabei. Aber das wäre schon ein bisschen fast zu schnell. Der Virus ist hier eine Etage weiter unten. Okay, wir müssen noch eine Etage weiter nach unten. Und brauchen noch einen Laborkittel. Da geht's raus. Wo ist die Treppe nach unten? Das ist jetzt die Frage. Bräuchten hier so einen verkackten Laborkittel, dann könnten wir dadurch im Golflehrer-Outfit ganz sicher nicht. Da ist die Treppe, da kommen wir her. Können wir den Typen im Generator vielleicht anlocken? Den da vorne. Kommen wir als Villa-Wachmann vielleicht da vorne rein? Ich weiß es ja nicht. Warte mal, ablegen. Erstmal den wieder ausmachen. Und den da hinten in die Kiste reinklatschen. Und dann gucken, ob wir vielleicht als Wachmann da hinten reinkommen. Ich weiß es ja nicht. Aber auf jeden Fall mal eher wie als Golftrainer. So, wir speichern nochmal das gute alte Spiel. Ihr kennt es ja inzwischen schon. Aber ich glaube, das ist genau so, wie man Hitman spielen sollte. Glaube ich nicht so viel. Hier geht es noch weiter runter. In irgendein Tunnelsystem. Ich bin mal gespannt, wo uns das hinführt. Wir haben ja gespeichert. Ach, das wäre nur der Zugang von außen gewesen. Von außen in die unterirdische Anlage rein. Okay. Also man käme dann quasi hier rein. Das wäre eine weitere Möglichkeit, das Ganze hier zu lösen. Dann geht es hier links nach oben und wieder Richtung Virus. Okay. Und wenn wir zum Virus wollen, müssen wir, schätze ich mal, an den Wachen da vorbei. Die Frage ist echt, ob wir so als Wachmann da durch dürfen oder nicht. Tja, so wie dazu. Der fragt sich natürlich, wer wir denn sind. Das ist auch vollkommen berechtigt, weil er uns eben nicht kennt. Also gucken, ob auch noch jemand rauskommt, sollten wir auch noch. Aber es läuft wirklich im Verhältnis zu Episode 1 um einiges besser. Wir haben viele Gelegenheiten genutzt. Die Codekarte haben wir. Wir müssen nur irgendwie an den Wachleuten vorbei. Was passiert im Extremfall, wenn wir die einfach wegballern? Ich glaube zwar nicht, dass es so gut funktioniert, aber nur für den Fall. Das und so.
kann normalerweise nur schief gehen, aber... Wir haben auch nur die Kackwaffe. Lol, wo kommt er denn jetzt her? Damit habe ich nicht... Das habe ich gerade nicht gecheckt, dass er dann auch noch kam. Aber wir können es nochmal probieren. Aber allerdings muss ich sagen, dass die Waffe echt total für Müll ist. Also im Verhältnis zu den schallgedämpften Pistolen, die wir als standardmäßig dabei haben, die ich ja draußen leider weggeschmissen habe, weil wir sonst gar nicht erst reingekommen wären. Der kam jetzt irgendwo von da, der Typ. Da oben. Das hat er gehört. It's good you stay out of my sight. That way nothing bad happens. Ach, der sieht uns gerade gar nicht mehr. Dürfte hier eigentlich niemand hören. Wir nehmen die Waffe mal mit. Wie Verbrechen wurde bemerkt. Wer hat das denn jetzt wieder bemerkt? Upsi. Na, das war natürlich ganz schlau. Direkt zu den Wachmännern hinzulatschen. Und die fragen sich auch, was jetzt abgeht. Naja. Schauen wir mal. Ob die sich noch vom Fleck bewegen oder nicht. Ja. Biolabor-Code-Karte, die haben wir ja sowieso schon am Start. Die läuft da normalerweise eh nicht rein. Ja. Die Frage ist, wie lange wir hier rein können, das ist mal interessant zu wissen. Wir bräuchten irgendeinen Laborkittel oder sowas. Okay, die erkennen uns hier logischerweise alle, weil wir hier illegal drin sind. Das heißt, wir müssen irgendeinen Hinterrücks erwischen und niederschlagen, von dem wir entweder eine Wachuniform oder einen Laborkittel kriegen. Komm schon. Komm. Perfekt. Und direkt neben der Kiste. Komm. Rein da mit dir. Perfekt. Dann nehmen wir noch die geile Shotgun mit. Nices Teil. So, was haben wir hier? Biolabor-Code-Karte. Ist ja nichts Neues. Nochmal so eine Kackpistole. Wir nehmen schon die hier mal als Ausrüstung, die Schrotflinte. Und dann speichern wir mal. Ganz kurz nehmen wir mal irgendeinen anderen Slot. Und dann sieht es bis jetzt doch echt gut aus. Als Sicherheitsmann erkennt uns hier drin niemand. Die da unten, die anderen Sicherheitsmänner, aber die normalen Chemie, die ganz normalen Wissenschaftler, die kennen uns nicht. Die Treppe nach unten ist auf der anderen Seite. Die suchen zwar noch, aber wir haben eigentlich, na, sagen wir mal, fast, zumindest nahezu, keine Spuren hinterlassen, sind gut weggekommen, haben uns gut umgezogen. Ich hoffe, die da unten sehen mich jetzt nicht. Jetzt hier oben lang latsch. Da ist noch mehr Sicherheitsleute. War ja klar. Ohne Security geht's dann eben nicht. Vor allem bei so einem gefährlichen Virus. Die Frage ist, wie komme ich jetzt am besten gesehen da vorbei? Muss irgendwie hinter die kommen. Das ist dann die nächste interessante Frage, wie ich das hinbekomme. Wir müssen dahin, um den Virus da drin zu zerstören.
und dann irgendwie weg. Das Problem ist, dass die genau da an den Treppen stehen, glaube ich. Die machen Fuzis, sodass man da nicht runterkommt. Wenn ich ungesehen runterkomme, dann komme ich zumindest mal bis zum Schallpult nach vorne. Das könnte nochmal interessant werden. Und der da unten steht genauso, dass er mich perfekt sieht, wenn ich runterkomme. Guckt weg, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Die Zeit. Fuck. Jetzt habe ich mich hier ziemlich ausmanövriert und der Typ da hat zwar kein Problem mit mir, aber wundert sich vielleicht, warum ich... Ja, und der eine, er kann uns erkennen. Das ist die Krux hier. Ich habe mich hier selber quasi perfekt so aus... Komm jetzt, Wachmann. Wachmann, geh du doch weg. Fick dich doch ins Knie, Junge. Wenn ich jetzt vor ihm vorbei latsch. Hey. Stay put. That's enough. In case of an accident, the central lab unit is kept perpetually doused in chemicals to stop the virus prototype from spreading. Entering without a hazmat suit is sure to be lethal. The air purification system is able to clear the toxin, but the controls are only operated by senior lab personnel. I will be forced to take action. Das Lüftungssystem darf nur von Laborleuten aktiviert werden. Das geht eh schief, wir müssen es nachher gleich nochmal probieren. Jo, Alter, was geht bei denen schief? Okay, der zweite hat mich erwischt. Nee, das geht so nicht, wir müssen... Wir brauchen das Protokoll. Aber um an das dran zu kommen, wird es noch ein weiter Weg. Es wird also auf jeden Fall nicht leicht, da dran zu kommen. Dann brauchen wir einen Schutzanzug. Ja, entweder einen Schutzanzug oder als Labormitarbeiter das Lüftungssystem aktivieren. Je nachdem. Eins von beiden. Kann ich hier... Ich kann da leider nicht so runterhüpfen. Und sonstige Wege nach unten. Da ist noch was. Da ist noch mehr Sicherheitsfuzzis. An denen komme ich so wahrscheinlich nicht vorbei. Nee, das könnt ihr vergessen. Normalerweise klappt das nicht. Die bleiben da wahrscheinlich auch stehen. Schätze ich mal stark. Oh, wartet mal, vielleicht. Ist das ein Laborfuzzi? Ne, das ist ein normaler Wachtyp. Hey lol, wie hat der mich jetzt bemerkt? Na, ist ja auch egal. Ich dachte, es wäre vielleicht die Möglichkeit, da mit einem Labor... Fuzzi, ein Laborfuzzi zu schnappen. Das wäre natürlich auch perfekt gewesen, weil dann hätte uns vielleicht niemand gekannt. Und dann wäre es auch kein Problem gewesen, einen Schutzanzug zu nehmen und zu dem Virus reinzugehen. Okay, die haben den wahrscheinlich gefunden. Draußen. Aber das soll uns vorerst mal egal sein.
müssen gucken, dass wir irgendwo da runter können. Da jetzt ein Wasserflugzeug, das wäre natürlich die optimale Fluchtmöglichkeit dann, nachdem alles hier soweit gelaufen ist. Aber bis dahin, wie gesagt, wird es noch ein langer, langer Weg. Wir könnten probieren, den Wachmann da unten mit dem Generator hier wegzukriegen. Den mal ausmachen. Na, er kommt hoch. Perfekt. Die Frage ist, da hinten noch eine Kiste. Ja, die haben uns gesehen, glaube ich. Ah, die TUS hat uns gesehen. Hey, I need your help. Yeah. Command, how do you read? Over. Got someone trying to disappear. Hey, drop the body and step away. Whoa. Drop the shotgun. Das wird nie im Leben klappen. Und mein Aim dazu noch, kann das nicht klappen. Der war nicht schlecht. Aber insgesamt werden wir da keine Chance haben. Irgendwann geht mir auch dann die Munition aus. Er ist tot. Aber das wird so nicht klappen auf Dauer. Das sind viel zu viele Leute am Schlüssel. Viel zu viele. Irgendwann werde ich da. Naja, schade. War gar nicht so schlecht der Versuch, aber insgesamt kann das so nicht klappen. Wir müssen uns noch einen anderen Weg überlegen, da irgendwie runterzukommen, um den Virus zu zerstören, beziehungsweise das Virus. Es ist ja das Virus, höchst offiziell deutsch gesehen. Und ja, wir haben schon wieder 28 Minuten auf der Uhr, deswegen würde ich sagen, machen wir dann im nächsten Part hier weiter, probieren noch das Virus zu zerstören. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, Leute.